Da sind wir auch wieder zurück bei Dragon Age Inquisition. Ja, mit dem Horror-Szenario sind wir immer noch beschäftigt. Hier ist alles abgefuckt wie, ich wollte gerade sagen wie eh und je, aber schlimmer geht glaube ich nicht. Es ist so ziemlich das Ende der Welt hier drin. Wir müssen versuchen, das wieder ins Lot zu bringen. Das ist unsere Aufgabe, jetzt müssen wir erstmal Leana finden. Muss doch hier irgendwo langsam mal auftauchen. Wird anscheinend gefoltert. Der sieht echt abgeranzt aus, ey. So. Nächsten haben wir unsere Truppen wieder gefunden. Ist alles tot. Es gibt keinen Erbauer. Der Älteste hat ihm alles genommen und wird schon bald aus seiner Stadt heraus herrschen. So, wie sieht's aus? Direkt ein bisschen Besuch hier. Autsch. The Tramp! Haben wir sie alle erwischt? Möge sie an der Seite des Erbauers Frieden finden. Aderlasser der Seen, was war das denn für eine Waffe? Waffen. Was ist das? Expriso, ach nur Schurken. Für Varric was? Gar nicht ganz durch. Was ist denn Bianca mal? Sturmstab kriegen wir mit. Ist schon gelohnt, der Raum. Ist hier noch was? Woher nee. Wusste Trevelyan von dem Opfer im Tempel? Antwortet! Niemals! Liana! Die wird gefoltert, ey. Ich werde Alter. Brechen. Er sterbe ich. Oder ihr. Ach, jetzt wehrt sie sich plötzlich. Seid wirklich zäh. Ihr seid jetzt in Sicherheit. Kommt mir nicht mit Sicherheit. Wenn ihr schon von den Toten zurückkehrt, müsst ihr etwas Besseres auf Lager haben als Sicherheit. Ihr müsst all dem ein Ende machen. Habt ihr Waffen? Gut. Der Magister ist vermutlich in seinen Gemächern. Seid ihr überhaupt nicht neugierig, wie wir hierher gekommen sind? Nein. Alexius hat uns in die Zukunft geschickt. Das hier, sein Sieg, sein Ältester. Es hätte nie dazu kommen sollen. Was geschehen ist, tut mir leid. Das hier ist nicht real. Ich muss wieder zurück. Es tut mir wirklich leid, dass ihr so viel durchleiden musstet. Wir müssen seinen Zauber umkehren. Wenn wir es schaffen, in unsere Gegenwart zurückzukehren, können wir verhindern, dass diese Zukunft jemals eintritt. Und da fragen sich die Magier immer, warum die Leute sie fürchten. Niemand sollte eine derartige Macht besitzen. Sie ist gefährlich und unvorhersehbar. Vor der Bresche war nichts, was wir getan haben. Das reicht. Für euch ist das alles hier unwirklich. Nur irgendeine Zukunft, von der ihr hofft, dass sie niemals Realität wird. Aber ich habe gelitten. Die ganze Welt hat gelitten. Und das war real. Jo, glaube ich dir gern. Was ist geschehen, während wir fort waren? Hört auf zu reden. Ich bitte doch lediglich um Informationen. Nein, ihr redet, um die Stille zu füllen. Glaubt mir, ihr wollt nichts von dem, was geschehen ist, wissen. Stimmt. So wie das hier aussieht, ist alles ziemlich abgefuckt gewesen. Wir müssen Alexius finden. Ich bin mir sicher, er ist in einem ansprechenderen Teil des Schlosses. Wissen wir das? Hier so etwas gibt.
das haben wir erwischt. Vielleicht kommen wir direkt nochmal. Mach Riss zu, oder? Jo, müsste gehen. Und zu, das Ding. Sogar hier gibt's Risse. So. Dann mal weiter hoch, liebe Leute. Entdeckt Docks. Für seine Rituale. Nein. Bitte Toten. Tritt. Oh Gott. Hat sich gerade freiwillig verwandelt. Was für ein Irrsinn. Das kann Alexios nicht gewollt haben. Ja, vielleicht wollte er es nicht, aber es ist so gekommen. Das wollte er definitiv. Kann sich Cassandra noch einen Trank reinhauen? So, vorrätig aufgestockt und weiter geht's. Oh Mann, ey. Hoffentlich kommen wir bald an. Finde einen Weg zurück zu Alexios Thronsaal. Alles klar! Überall. Der Älteste und seine Venatori. Sie sind diejenigen, die die Bresche geöffnet haben. Oh. Ist hier noch ein neuer Riss? Da waren wir die erstmal tot, ja. Erwischt. Hat geklappt. So, jetzt haut die kurz weg hier. Ja. Und die Risse, glaube ich, schon schließen. Jo, und schließen das Ding. Wie das hier aussieht, ey. Alles für den Arsch. Also so wirklich alles. Alles. Noch ein Riss. Theoretisch bringt. Also wenn das wirklich so eintreten würde, hat das gegen die Risse kämpfen überhaupt nichts gebracht, weil sie die einfach random neu öffnen. Jetzt wieder. Okay, alles klar. Oh Mann, ja, hoffentlich können wir das verhindern, wenn wir wieder zurückkommen. Hoffentlich kommen wir wieder zurück. Weil das möchte ich ehrlich gesagt nicht als unsere Gegenwart haben. Und für uns ist das zwar nicht die Gegenwart und für uns ist es eigentlich egal, weil das erst ein paar Sekunden passiert ist sozusagen. Aber für unsere Gefährten hier, die mussten wirklich ein ganzes Jahr lang leiden. Das ist heftig. Wir kommen dann einfach mal so, ach ja, da ist alles cool. Wir versuchen den am Ende zu setzen und es ist sowieso nicht real. Also eure Schmerzen, ihr habt einfach nur umsonst gelitten. Das ist ein bisschen heftig. Mit oberer königlicher Flügel. Sieht total aus wie ein Schloss hier. Reiter. Thank you.
Juwelenegelstab. Alexios Tagebuch. Das scheint Alexios Tagebuch zu sein. Hier der letzte Eintrag. Nichts funktioniert. Ich habe unzählige Male versucht, vor die Explosion des Konklaves zurückzuspringen, bevor Felix Karawane von den Dunen angegriffen wurde, bevor die Benatobi in Batrios auftauchten. Doch ohne Erfolg. Die Bresche ist die Quelle, die diese Magie ermöglicht. Und Reisen außerhalb ihrer Zeitleiste sind unmöglich. Die Anweisung des Ältesten, die Ereignisse des Konklaves ungeschehen zu machen, kann nicht erfüllt werden. Vielleicht tötet er mich deswegen, aber ich muss Felix vor seinem Zorn schützen. Typ denkt echt nur an seinen Sohn, was ja an sich gut ist, aber dass er die ganze Welt für seinen Sohn opfert, ist echt scheiße und dumm. Mal gucken, was das für eine Rüstung war. Halt. Dem geht auch nicht so zurecht. Stärkte Verteidigerrüstung, was hieß das? Okay. Brauche ich nicht. Gucken wir hier nochmal rein. Das zu lesen. Das Banu. Direkter Langbogen. Räuberkriegsbeil. Lesen. Bindungsmagier-Tagebuch. Mit jedem gescheiterten Zeitzauber wird der Magister ein Stück weit paranoider. Oder vielleicht ist es gar keine Paranoie, da der Älteste ihn für sein Versagen tatsächlich töten wird. Der Unterschied ist auch nicht wichtig. Nach dem 10. Fehlschlag sperrte er sich tagsüber in der großen Halle ein. Nach dem 20. ließ er Fußsoldaten eine Scherbentür aus unbekannten Gefilden ausgraben und in der Burg installieren. Jetzt können seine vertrautesten Helfer ihn noch sehen, wenn wir alle gemeinsam gehen, was wir zweimal täglich tun müssen, um ihnen sein Essen zu bringen, denn er verlässt den Raum überhaupt nicht mehr. Okay, Scherbentür. Ich habe aber keine Scherben, ja. Oh, hi. Warum bin ich gerade eben drin? Das Ding hat zwei Eingänge? Ist ja clever. Was? Vorratslager? Was ist aus Felix geworden? Wisst ihr das vielleicht? Ja, das war's. Wanderer des Zirkels der Magie. Ihr wollt es mir nicht erzählen? Ihr werdet es noch früh genug herausfinden. Okay. Felix ist also ein Obermacker wahrscheinlich jetzt. Feraldisches Hauptschwert. Unterer königlicher Flügel. Also wir sind ja definitiv im Schloss. Das sind ganz schön viele. Da rein. Beim Wetter. Hallo! Ich möchte gar nicht stören. Eigentlich möchte ich schon stören. Legt sie ein bisschen schlafen. Was ist denn das? Bei denen, ja. Pam, pam, pam. Okay, ganz cool eigentlich. Erledigt. Die noch weghauen, die paar hier. Dass die Gerüst eigentlich schon schließen können. Jo, kann ich schließen, alles klar. Sehr gut. So weit, so gut. Wie sieht man das hier auf YouTube ordentlich, weil das gerade so Arschdunkel ist hier an manchen Stellen. Einfach zauberhaft, was Alexios aus diesem Ort gemacht hat. Jo, echt super, ne? Die Lyrik-Scherben gefunden. Beten die etwa? Versuchen wir sie zu überraschen. Zu spät. Soll ich die jetzt überraschen? So, da oben langlaufen. Ist das sinnvoll gewesen, vielleicht? Aua! Sieht so aus, als hätte der Älteste große Lust, seine Anhänger zu retten. Dünn wie Blut im Scherbe.
Oh, okay. Dump, dump, stumps, dumps, 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 dumps. Zwei Lyrium-Scherben haben wir. Wir brauchen. Nichts. Doch die Leiter ist damit. Okay, hier ist trotzdem nichts weiter. Können wir ja gleich zurückgehen. Ja. Ein bisschen eine Truhe, die nehmen wir noch mit. Wo ist der Langbogen? Wird uns in der Vergangenheit auf jeden Fall von Nutzen sein. Neuer Riss. Egal. Nicht lang hier lang. Ist noch irgendwas? Nee. Hier ist ein Riss dahinter. Tja. Ist kein Riss dahinter. Danach. Barock königlich auf jeden Fall noch links. Wie groß ist der Schaden, den Alexios Zauber angerichtet hat? Ganz Südthedas wurde von Rissen in Schutt und Asche gelegt. Und hier hat es begonnen. Ob das allerdings sein Werk war oder eine Folge der Bresche, Schwarzlotus. Wer weiß. Ist auch vollkommen unwichtig, wie in seine Schuld das ist. Das Wichtige ist, dass es passiert ist und das müssen wir verhindern. Achso, vorne im Plan. Meisterhafte Wellenklinge. Wichtig ist einfach, dass wir es verhindern müssen können sollen. Hallo Leute, ich wollte mal eine kleine Frage stellen und zwar: Wo ist denn hier eigentlich die Toilette? Das Ding. Komm, verpiss dich hier. Außer du hast eine Scherbe für mich. Du hast eine Scherbe für mich. Du bist doch nett. Studien zur Verderbnis. An den Gefangenen, die der Verderbnis ausgesetzt wurden, ist kein unterscheidbares Muster bemerkbar. Der Krankheitsverlauf folgt keinem festen Ablauf. Einige sterben trotz aller Mittelstunden. Andere zeigen überhaupt keine Symptome. Es gibt vielleicht so etwas wie eine natürliche Immunität, weshalb Isolation und weitere Tests oberste Priorität haben. Neuer Eintrag. 6 weitere Versuchspersonen sind gestorben. Transfusionen von resistenten Gefallenen verlangsamen die Verderbtheit nur minimal. Gesundes Fleisch aus lebenden Versuchspersonen, das bei Infizierten implantiert wird, stirbt oft schon ab, bevor die Verderbtheit es erreicht. Verläuft die Implantation erfolgreich, verbreitet sich die Verderbtheit im Spenderfleisch schneller als im Wurzfleisch. Die gefangene Liana war bislang die nützlichste Quelle für resistentes Haut. Alter, die haben die echt gefoltert ohne Ende. Räuber, Schwert. Haus voll. Schmeißen das hier weg. Das nehmen wir mit. Das nehmen wir mit. So. Oh, voll. Welche Soldaten nehmen? Können wir den Weg aufmachen, aber ich glaube, das ist einfach nur ein Ausgang. Jo, nice. Vielleicht gibt es einen besseren. Zu spät. Könnt ihr einfach abboxen. Ich hab da im Prinzip nichts dagegen. Zack. Möge Andraste eurer Seele gnädig sein. Sonst ist es nämlich niemand. So, ein Splitter noch und dann können wir da zum Obermarker. Jamit. Ups. Wie
geht's denn hier überhaupt hin? Das ist die Frage. Da schon mal nicht. Was ist hier passiert? Da hat jemand einen sehr fragwürdigen Geschmack. Hier sieht's unglaublich scheiße aus. Versucht, den Verzauberer auszuschalten. Sie dürfen nicht die Treppe raufkommen! Warum nicht? Ich kann doch nichts. Bring die kurz um, ja, und wie das? Ich glaube, wir sind schon so high level, ey. Ich könnte mir was zum Lesen mitnehmen. Könntest du tun? So, jetzt haben wir alle Dinger? Nee, noch nicht. Eins fehlt noch. Genau, jetzt haben wir alle übrigens, ja. Lasst uns zur Haupthalle zurückkehren. Ich denke, ich weiß jetzt, wie wir die Tür aufbekommen. Weiß nicht mal, wo die Tür ist. Das gefällt mir eigentlich ganz gut. Ich würde nehmen. Okay, dann muss ich was weghauen. Waffen. Hauen wir mal. Das weg. Zerstören. Ich lasse mal alles hier. So. So. Hier geht's nicht weiter, ne? Ne, dann gehen wir zurück. Jetzt keine weitere Tür. Geht's noch lang, ne? Nur ein Rundlauf. Machen wir schon mal. Ich habe da schon mal ein paar jetzt zurück zu der Halle. Letzte Stärke. Hör ich nochmal auf das Ding. Ach, hier sind wir. Alles klar. Hier links, glaube ich, ne? Ja, da vorne. So, Alexios. Kleiner Spasti. Ich hoffe, euch hier zu finden. Werdet für alles bezahlen, bringen wir es zu Ende. Ich hatte schon Angst, ich müsste das gesamte Schloss nach euch absuchen, Alexios. Es gibt nichts mehr, wohin ich noch fliehen könnte. Ich wusste, ihr würdet wieder auftauchen. Nicht, dass es jetzt sein würde. Doch ich wusste, ich hatte euch nicht vernichtet. Es war mein letzter Fehler. War es das wert? Alles, was ihr der Welt angetan habt? Was ihr euch selbst angetan habt? Aber das spielt nun keine Rolle mehr. Alles, was wir noch tun können, ist auf das Ende zu warten.
das Ende? Ich hatte einen Kampf erwartet, wir können es rückgängig machen. Es spielt noch eine Rolle. Ich werde das alles ungeschehen machen. Wie oft habe ich das schon versucht? Man kann die Vergangenheit nicht ungeschehen machen. Alles, wofür ich gekämpft habe. Alles, was ich verraten habe. Und was hat es mir gebracht? Verderben und Tod. Weiter nichts. Der Älteste vernichtet uns. Mich. Euch. Uns alle. Felix! Das ist Felix? Beim Atem des Erbauers, Alexios, was habt ihr getan? Er wäre gestorben, Dorian. Ich habe ihn gerettet. Bitte, tut meinem Sohn nichts an. Ich mache alles, was ihr verlangt. Was den los, Liana? Gewährt ihm einen gnädigen Tod. Lasst Felix gehen, Liliana. Er ist unschuldig. Niemand ist unschuldig. Nein. Nein! Die Alte ist komplett durchgedreht. Hast so viel Zeit foltern. Felix die Welt geopfert. Ihr werdet ihn mir nicht wegnehmen. Jetzt haut nochmal eine richtig rein. Riss. Das ist ein Bossfight hier. Der erste große, ne? Wir sind einfach viel zu hoch schon vom Level. Du bist der Riss. Schnappt ihn euch. Dich vielleicht, du hast ja Scheiße gebaut, ey. Keine Hoffnung auf einen Sieg! Der Älteste wird uns... Eure Bemühungen sind sinnlos! Diese Welt... Nur neuer Riss. Ah, es ist ein einfacher Bosskampf, wir sind aber auch einfach viel zu hoch Level schon. Kann ich jemand anderen spielen hier? Sache. Schnappt ihn euch jetzt. Erzählt mir doch nochmal, wie ihr die Brechen bieten werdet. So, sag ich dir. Einmal spieße ich diese Bresche. Sterben, nicht wahr? All die Lügen, die er sich selbst erzählt hat. Die Rechtfertigungen. Er hat Felix schon vor langer Zeit verloren. Und hat es nicht einmal bemerkt. Oh, Alexios. Wir können ihm noch helfen? Ich will einfach nach Hause. Für diesen Alexios kam jede Hilfe zu spät. Aber vielleicht können wir ja den Alexios in unserer Zeit noch zur Vernunft bringen. Ja, vielleicht. Das ist dasselbe Amulett, das er verwendet hat. Und ich denke, es ist auch jenes, das wir in Minrathis erschaffen haben. Das zumindest ist beruhigend. Gebt mir eine Stunde, um den Zauber, den er gewirkt hat, zu verstehen. Dann sollte ich in der Lage sein, den Riss wieder zu öffnen. Eine Stunde? Das ist unmöglich. Ihr müsst sofort hier weg. Alter, was? Der Älteste. Ihr müsst euch beeilen, das hier ist... Übel. Wir halten die Tür. Wenn sie durchbrechen, seid ihr dran, Nachtigall. Ich lasse euch nicht sterben. Gibt es keinen anderen Weg?
werden unser Bestes geben. Ich glaube, ich kann das nicht. Nein, ich lasse nicht zu, dass ihr Selbstmord begeht. Seht uns an. Wir sind bereits tot. Wir überleben nur, wenn dieser Tag niemals kommt. Wirkt den Zauber. Ihr habt so viel Zeit, wie ich Pfeile habe. Klingt gut. Mach mal. Ah, Leute. Ob schon die Finsternis naht, wird die Flamme mich schützen. Alter, was zur Hölle? Beric! Leite mich. Möge mich der Erbauer an seiner Seite willkommen heißen. Rührt euch nicht vom Fleck, oder wir werden alle sterben! Was für ein Fight, ey. Was durch da jetzt, Mann? Hau deine rein. Da müsst ihr euch schon etwas Besseres einfallen lassen. Ihr seid erledigt, ihr müsst euch ergeben. Gebt jeglichen Anspruch auf Radcliffe auf und wir lassen euch am Leben. Ihr habt gewonnen. Es gibt keinen Grund, diese Farce weiter in die Länge zu ziehen. Felix? Mach dir keine Sorgen, Vater. Aber du wirst sterben. Wir alle sterben irgendwann. Nun, ich für meinen Teil bin froh, dass es vorbei ist. Oder auch nicht. Großverzauberin, wir würden uns mit euch gerne über euren Missbrauch unserer Gastfreundschaft unterhalten. Eure Majestäten. Als wir den Magiern Zuflucht gewährt haben, gaben wir ihnen nicht das Recht, unsere Untertanen aus ihren Häusern zu vertreiben. König Alistair. Königin Enora, ich versichere euch, wir hatten nie die Absicht. Angesichts eurer Taten reichen gute Absichten allein nicht länger aus. Ihr und eure Anhänger seid hier nicht länger erwünscht. Verlasst Ferelden, oder wir werden euch dazu zwingen. Aber unter uns sind Hunderte, die Schutz benötigen. Wohin sollen wir gehen? Wir könnten euch Schutz bieten. Wir brauchen die Magier noch. Wir können mit uns. Die Inquisition wäre womöglich bereit, die Magier aufzunehmen. Und wie lauten die Bedingungen dieser Übereinkunft? Sie sind hoffentlich besser als die von Alexios. Die Inquisition ist doch besser, oder? Ich schlage vor, sie in die Pflicht zu nehmen. Sie haben gezeigt, was sie anstellen, wenn man ihnen zu viele Freiheiten lässt. Ich habe schon jede Menge Magier kennengelernt. Sie können loyale Freunde sein, wenn man sie lässt. Freunde, die falsche Entscheidungen treffen, aber dennoch sind sie loyal. Uns bleibt offensichtlich keine andere Wahl, als das anzunehmen, was auch immer ihr uns anbietet. Ihr seid unsere Gefangene, ihr seid unsere Binde. Es wäre uns eine Ehre, euch als Verbündete an der Seite der Inquisition zu wissen. Darüber Gefangene wir brauchen noch wir definitiv später. Nicht. Dann hoffe ich, dass sich der Rest der Inquisition ebenfalls an euer Versprechen hält. Die Bresche ist eine Gefahr für ganz Thedas. Wir können es uns nicht leisten, jetzt uneins zu sein. Ohne euch können wir den Kampf gegen sie nicht aufnehmen. Wenn wir Hoffnung auf Erfolg haben wollen, brauchen wir eure volle Unterstützung. Das ist ein großzügiges Angebot. Und ich bezweifle, dass wir euch ein besseres machen werden. Wir akzeptieren. Es wäre verrückt, wenn wir es nicht täten. Ich werde meine Leute versammeln und dafür sorgen, dass sie für die Reise nach Haven bereit sind. Wir werden die Bresche schließen. Ihr werdet es nicht bereuen, uns diese Chance gegeben zu haben. Sehr schön.
Und damit verabschiede ich mich in die nächste Folge. Bis dann, Leute. Tschüss.